Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen in der Staatskanzlei zu unserem heutigen Pressebriefing zum Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen und den Neuerungen in der Corona-Schutzverordnung mit dem zuständigen Minister für Gesundheit, Karl-Josef Laumann. Wir beginnen wie gewohnt mit einem Statement des Ministers und danach gibt es die Möglichkeit für Nachfragen von Ihrer Seite. Herr Minister. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal wie immer von mir die wesentlichen Zahlen Stand heute. Wir haben Stand heute in Nordrhein-Westfalen immer bei 18,2 Millionen Einwohner, 5.607 infizierte Menschen. Wir haben eine 7-Tage-Inzidenz von 19,3. Wir sind bei den Reproduktionszahlen bei 1,38, das heißt 1,4. Das heißt, jeder, der infiziert ist, steckt zurzeit mehr wie einen an. Deswegen gehen eben die Zahlen auch nach oben. Wir haben aber eine Situation, dass wir nur 368 Menschen in Nordrhein-Westfalen von den 5.607 überhaupt in ein Krankenhaus sind. Davon sind 98 auf einer Intensivstation und von diesen 98 wiederum 61, das sind 0,09% der Infizierten, überhaupt an der Beatmung. Das heißt, wir haben heute zwar steigende Infektionszahlen, aber bislang keine großen Veränderungen. Auch im Sommer, wo die Infektionszahlen sehr niedrig waren, in den ernstzunehmenden Krankenhausbereich. Sie können sich vorstellen, dass ich als Gesundheitsminister diese Frage, wie entwickeln sich Infizierungen, vor allen Dingen auf dem Bereich der Intensivmedizin, täglich im Auge habe, weil man ja auch weiß, dass die Menschen immer erst nicht so schwer krank sind und dann ein ganz kleiner Teil davon im Laufe der Infizierung schwerer erkrankt. Deswegen muss man diese Zahl sehr im Auge behalten. Aber zurzeit ist es eben so, dass wir eigentlich seit Wochen in diesem Bereich keine wesentlichen Veränderungen haben. Wir haben natürlich eine Reihe von Städten, wo wir wissen, warum die 7-Tages-Inzidenzen hoch sind. Das ist einmal Hamm mit 80,4. Wir waren da auch schon höher vor einigen Tagen. Das heißt, dass die Maßnahmen, die in Hamm getroffen worden sind, zu einer Abflachung der Infektion geführt haben. Wir haben die Situation in Remscheid mit 57,7, in Gelsenkirchen mit 41,1, in Köln mit 34,4, der Oberbergische Kreis mit 33, Duisburg mit 31, Steinfurt mit 31 und Leverkusen mit 29 und Bielefeld mit 27. Man kann im Grunde sagen, dass wir 50% der aktuellen Wochenfälle, die sich infizieren, sich auf 11 Städte konzentrieren. Und das heißt einmal, das Ballungsgebiet spielt eine Rolle. Das heißt aber auch, dass die Frage der Feiern eine Rolle spielen, weil Sie ja auch durch die Berichterstattung wissen, dass zum Beispiel die Fälle in Hamm, in Gelsenkirchen, im Remscheid, in Bielefeld auf jeden Fall auch mit Feiern zusammenhängen. Wir haben gestern im Kabinett über die Corona-Schutzverordnung für die nächsten 4 Wochen gesprochen. Das, was wir heute in Kraft setzen und ab morgen gilt, ist bis zum 31. Oktober erst einmal unsere Grundlage. Wir wollen das jetzt mal für 4 Wochen machen. Die wichtigsten Änderungen sind einmal, dass wir in der Corona-Schutzverordnung gesagt haben, dass Weihnachtsmärkte keine Veranstaltungen sind, sondern Spezialmärkte sind. Wir haben in den Anhang zur Corona-Schutzverordnung Infektions- und Hygienestandards für Weihnachtsmärkte aufgeschrieben, sodass in dieser Frage auch für die örtlichen Ämter eine Rechtssicherheit gilt. Wichtig ist, dass es klare Regelungen bei der Zugangssteuerung geben muss, bei der Hygiene geben muss. Wir wollen auch, dass
im Grunde genommen, wenn es auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühweinstand gibt, steht Tische ähnlich auseinander stehen müssen, wie wir das in den Gaststätten von den normalen Sitztischen kennen. Wir wollen auch, dass da die Abstände eingehalten wird, dass auch selbstverständlich die Leute, die den Glühweinstand bewirtschaften, ähnlich wie sie das in Restaurants kennen, auch eine Registrierung der Menschen vornehmen müssen, die sich an diesen Stehtischen aufhalten. Wir haben in der Corona-Schutzverordnung reingeschrieben, dass wir wollen, dass in der Adventszeit zwischen 13 und 16 Uhr an den Sonntagen die Geschäfte aufhaben können. Wir regeln das in der Corona-Schutzverordnung deswegen, weil wir der Meinung sind, dass wir damit das Gedränge in den Fußgängerzonen an den Samstagen und an den Freitagen, aber vor allen Dingen an den Samstagen, weil es diesen Sonntag gibt, entschärfen, weil sich dann ja die Verkäufe wohl logischerweise über einen längeren Zeitraum verteilen. An dieser Stelle will ich ausdrücklich auch nochmal an Verdi appellieren. Es geht hier nicht darum, dass das Land Nordrhein-Westfalen den Sonntagsschutz durchlöchern will, sondern dass wir jetzt einmal in diesem Pandemiejahr sagen, wir brauchen diese verkaufsoffenen Sonntage aus Gründen des Infektionsschutzes. Und es geht hier nicht um die Frage der Würdigung des arbeitsfreien Wochenendes. Sie wissen, dass ich sehr restriktiv in diesen Fragen bin. Aber in der Frage jetzt in der Pandemie, das zu entzerren, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Sache. Dann atmet diese Corona-Schutzverordnung sehr stark den Sinn, dass wir nicht unbedingt an jeder Stelle neue Verbote und neue Gebote wollen und neue Einschränkungen wollen, sondern dass wir das, was wir an Abmachungen haben, konsequenter umgesetzt haben wollen. Also es ist ja, ich empfinde das manchmal so, dass Politik oft dabei ist, ja, was können wir jetzt verbieten, weil die Lage sich etwas anspannt. Ich habe aber den Eindruck, dass wir in vielen Bereichen auch ein klares Vollzugsdefizit haben. Und es ist doch nicht so, dass neue Verbote helfen, sondern dass das, was wir abgemacht haben, auch eingehalten wird. Und meine Beobachtung ist auch, in meinem Umfeld, da wo ich lebe, dass sich wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute sehr viel Gedanken machen, was will ich jetzt in dieser Zeit machen? Ich höre immer oft den Spruch, ach, wissen Sie, erlaube mir der Nachverfolgbarkeit, ich will gar nicht wissen, wer mich angesteckt hat, ich will mich nicht anstecken, ich verhalte mich vorsichtig, sehe auch ein, dass diese Regeln gelten müssen. Und dann gibt es vielleicht ein paar, die meinen, sie können alles so machen, als wenn es Corona eben nicht gäbe. Und deswegen ist die Frage, dass wir hier konsequenter auch einen Vollzug machen, ziemlich wichtig. Und das passt ja auch zu dem, was gestern die Ministerpräsidenten unter Leitung der Bundeskanzlerin auch besprochen haben. Da ist jetzt erst einmal die Sache, dass die Nachverfolgung wirklich wichtig ist. Wenn wir die Nachverfolgung nicht gut machen. Und hier will ich auch mal sagen, dass ich finde, dass unsere Gesundheitsämter einen tollen Job machen. Auch dann, wenn hohe Infektionszahlen sind, die Kreisverwaltungen, die Stadtverwaltungen sehr schnell die Ämter aufstocken. Und zwar erheblich. Eine Kontaktverfolgung kostet ungefähr eine Stunde. Wenn Sie 50, 60 Infizierungen haben, kann das zu mehreren hundert Kontaktverfolgungen selbstverständlich ganz schnell führen. Ich will in diesem Zusammenhang auch sagen, dass ich auch ein großes Lob der Bundeswehr machen muss, die uns dann, wenn wir zusätzliches Personal brauchen, innerhalb eines anderthalb Tage Soldaten schicken, die da sehr gut darauf vorbereitet sind und das sehr gut auch die örtlichen Ämter ersetzen. Aber wenn dann jemand essen geht und in der Liste einen falschen Namen einträgt, dann ist das kein Kavaliersdelikt. Und deswegen haben wir jetzt ganz klar geregelt, dass, wenn das dann rauskommen sollte, und wir möchten auch, dass die Ordnungsämter da mehr kontrollieren, dass dann derjenige, der das so eingetragen hat, also nicht der Gastwirt, sondern der Gast, mit einem Bußgeld von 250 Euro auch belangt wird. Wir haben in der Corona-Schutzverordnung eine Innovationsklausel aufgenommen,
Die besagt, wenn es technischen Fortschritt gibt, was Lüftungssysteme angeht, dann kann das auch bedacht werden bei der Frage der Regeln, nehmen wir jetzt einen Gastraum, dass dann vielleicht die Tische etwas enger zusammenstehen dürfen. Ich muss aber sagen, es ist eine Innovationsklausel für die Zukunft, weil wir sagen wollen, ja, bitte macht da was. Zurzeit ist die aber nicht scharf gestellt, weil es diese vom TÜV abgenommenen Systeme noch gar nicht gibt. Außerdem ist ja bei der Tröpfchenübertragung die Frage der Entlüftung ein Thema der Aerosole, die Frage des Abstandes und der Maskenpflicht natürlich auch eine andere. Aber wir haben diese Frage hier aufgenommen und wir haben in der Corona-Schutzverordnung klar geregelt, dass in Nordrhein-Westfalen ab 1. Oktober folgendes gilt: Wenn man private Feiern in einen öffentlichen Raum macht, dass dann diese Veranstaltungen 3 Tage vorher dem Ordnungsamt mitzuteilen sind, dass dem Ordnungsamt eine verantwortliche Person mitgeteilt werden muss, Name, Adresse. Und dann ist die Corona-Schutzverordnung so aufgebaut, dass diese Person, dass man weiterhin dem Ordnungsamt eine möglichst genaue Teilnehmerzahl sagen muss. Also kommen 50 Leute, 70 Leute oder 130, mehr wie 150 geht sowieso nicht. Wo die Feier stattfindet, wann sie stattfindet, also Adresse der Feier. Und dass derjenige, der die verantwortliche Person ist, auch während der Feier eine aktuelle Gästeliste haben muss und er diese Gästeliste 4 Wochen aufbewahren muss. Wenn rauskommt, dass er das alles nicht macht, dann steht in unserem Bußgeldkatalog drin, dass man dann 500 Euro Strafe zahlen muss. Also auch hier eine klare Regelung, um den Vollzug zu verschärfen. Problem in Hamm hat er auch damit zu tun, dass man diese ganzen Fragen einfach nicht eingehalten hat. Und wenn man dann noch sagt, wenn die Infektionen passiert sind, wir haben keine Liste, die ist gestohlen worden, dann ist das einfach kein Kavaliersdelikt und das haben wir jetzt ganz eindeutig in dieser Klausel geregelt. Ich glaube, dass uns damit auch eine gute unbürokratische Lösung gelungen ist, die Ordnungsämter in der Frage vor der Veranstaltung nicht so sehr zu belasten, das mehr auf die verantwortliche Person zu schieben, um auch eine Entlastung der Ordnungsämter zu haben, weil ich möchte natürlich auch, dass die Ordnungsämter auch erhebliche Kapazitäten in die Kontrolle stecken können und nicht in die Verwaltung. Deswegen finde ich, ist diese Idee, es so zu machen, eine praktische und richtige. Wir haben in den letzten Wochen, was das Testgeschehen angeht, ich sage mal im Schnitt 320.000 bis 330.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen getestet. Wir haben an den Flughäfen wöchentlich zwischen 17.000 und 23.000 Personen aus den Risikogebieten getestet. Seitdem wir das seit Beginn ungefähr der Sommerferien machen, haben wir alleine an den Flughäfen 166.652 Personen getestet. Wir haben bei den Reiserückkehrern eine Trefferquote von 2,4%. Das ist gut. Deswegen werden wir auch wenn der Bund seine Teststrategie ändert, bis Ende Oktober, das heißt bis die ganzen Herbstferien und die Rückkehrungen aus den Herbstferien abgeschlossen, in Nordrhein-Westfalen das bei den Testungen auf den Flughäfen erst einmal auch so weitermachen, wie wir das jetzt seit Beginn der Sommerferien machen, weil sich das schlicht und ergreifend sehr bewährt hat. Wir testen in der Kalenderwoche innerhalb der Fleischindustrie ungefähr 55.000 Leute. Wir haben zum Beispiel den Fall Emsdetten durch diese Regeluntersuchung aufgedeckt. Das wäre sonst gar nicht, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt aufgefallen. Wir haben in der 39. Kalenderwoche 30.755 Lehrerinnen und Lehrer getestet, aber nur 16 positive gefunden, das ist 0,1%.
Wir haben 15.292 Erzieher getestet, 39 positive, 2%. Das ist der Beweis dafür, dass unsere Kindergärten und Kindertageseinrichtungen, aber auch unsere Schulen überhaupt kein Hotspot in der Frage der Pandemie sind. Ich will nur mal sagen, wir haben mit diesen Testungen auch 30.000 Arbeitsstunden von Ärzten gebunden. Wir müssen eben überlegen, wie wir nach den Herbstferien in dieser Frage weiter vorgehen. Ich will auf der einen Seite, dass die gerade im Erziehungssystem, Tageseinrichtungen, Kindergärten, aber auch die Schulen, dass da Sicherheit herrscht. Und darüber werde ich in der nächsten Woche auch mit Frau Gebauer und Herrn Stamm reden, wie wir das vielleicht noch effektiver machen können, wie wir das bis zur Zeit machen, auch was den Einsatz von Ressourcen angeht. Aber wie gesagt, wir müssen auch die Sicherheit vermitteln und schauen, ob uns da bessere Möglichkeiten einfallen. Wir haben eine Entwicklung bei den Testen, die mit Sicherheit in den nächsten Wochen sehr stark auch das Thema Schnellteste im Auge nehmen wird. Ich gehe davon aus, dass wir im Oktober auch Regelungen bekommen, welche Schnellteste von den gesetzlichen Krankenkassen als so sinnvoll angesehen werden, dass sie auch über diese finanziert werden. Und deswegen möchte ich Ihnen heute schon ankündigen, dass wir die nächsten vier Wochen, also bis zum 1. November, Allerheiligen, die Teststrategie des Landes Nordrhein-Westfalen weiterentwickeln werden unter Blick auch der Schnellteste, der Erfahrungen, die wir mit anderen Teststrategien in den letzten Monaten gemacht haben, um die Ressourcen möglichst sinnvoll einzusetzen. Denn mein Ziel ist ganz einfach folgendes. Wir kommen jetzt in die kältere Jahreszeit, was natürlich bedeutet, dass sich auch mehr Menschen wieder erkälten. Thema Grippe, Impfungen spielt nochmal eine Rolle. Dazu werden wir dann nächste Woche nochmal zusammen mit der Ärzteschaft auch sehr stark werben, dass die Menschen sich gegen Grippe impfen lassen. Dennoch werden die Menschen zunehmen, die auch mal eine Grippe kriegen. Und dann ist es ja so, dass bei diesen Symptomen die Menschen auch denken könnten und auch viele denken, ich könnte auch Covid haben. Und deswegen finde ich, brauchen wir Strukturen und Systeme, wo wir relativ schnell den Menschen sagen, in dieser Frage Gewissheit geben können. Und da setze ich persönlich sehr auf die Schnellteste, weil sie den großen Vorteil haben, dass du innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis hast. Und wenn die dann ziemlich sicher sind, und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass die Krankenkassen das übernehmen, glaube ich, wird uns das erheblich helfen. Ich sag mal, mit dem Covid einfach besser zu leben. Die ganze Strategie muss ja sein, wir können ja nicht alles verbieten. Der Virus ist da, er wird auch nicht wie ein Haareschauer weggehen. Aber alle Technik einzusetzen, allen Fortschritt einzusetzen, dass wir möglichst gut mit diesem Virus leben können. Und da verspreche ich mir von wesentlich preisgünstigeren, aber trotzdem sicheren und schnelleren Erkenntnissen eine Menge, um diese Sicherheit auch in bestimmten Systemen zu haben. Und da denke ich vor allen Dingen sehr stark an Altenheime, da denke ich sehr stark an Behinderteneinrichtungen, da denke ich natürlich auch sehr stark an das Schulsystem und das Kindergartensystem und so weiter. Und ich denke, ich werde dann unmittelbar nach 1. November Allerheiligen dann auch eine Pressekonferenz hier geben, um das ausführlich zu erklären, damit die Menschen auch wissen, wie wir uns das sowohl von der Technik her wie von der Organisation vorstellen. In diesem Zusammenhang spielen natürlich auch Daten wie Aussteigerkarten eine große Rolle. Denn wenn wir sagen, du warst in einem Risikogebiet und die gesetzliche Lage ist so, dass man dann 10 Tage in Quarantäne gehen muss, dann muss das örtliche Gesundheitsamt natürlich auch wissen, wer wo war und wann er wiedergekommen ist. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben, zusammen mit dem Bund. Wir haben immer gesagt, wir können das erst dann machen, wenn das stärker digitalisiert wird. Diese Aussteigerkarten, wie sie bis jetzt uns zur Verfügung stehen, sind ja so schwer zu verarbeiten, dass dann, wenn die Daten beim Gesundheitsamt ist, ein Großteil der Quarantäne um ist.
Das muss man einfach sehen. Das ist ja Technik 80er Jahre, was da zurzeit abläuft. Es ist jetzt so, dass mit Hochdruck, auch auf den Wunsch der Bundesländer, auch unseres Bundeslandes, der Bund sieht, dass er da eine digitale Lösung hinkriegt. Solange er das eben nicht hat, werden die Einsteigerkarten, das ist jetzt ein Vertrag gemacht worden, von der Deutschen Bundespost eingelesen, in ein zentrales Postfach gestellt. Alle Gesundheitsämter kriegen einen Zugriff auf diese Adressen und können also dann quasi gucken, Gesundheit am Steinfurt, wer ist aus Steinfurt in diesen Aussteigerkarten drin. Und zusätzlich hat der Bund auch mit der Bundespolizei, die ja für die Sicherheit auf den Flughäfen zuständig ist, abgemacht, dass die auch Einsteigerkarten kontrollieren werden, sodass also auch da die Frage, dass sie sauber ausgefüllt sind, dass man sie lesen kann, dass sie plausibel sind, eine Rolle spielt. Das heißt also, mit dieser Ausreisekarte wird er überhaupt die technische Voraussetzung geschafft, die Quarantäne zu überprüfen. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Ich sage das hier ganz klar, wenn man schon in ein Risikogebiet fährt, wobei ich hier noch einmal jeden rate, es nicht zu tun. Man muss nicht in ein Risikogebiet Urlaub machen. Aber wenn ich es dann tue, auch meinetwegen, um Verwandte zu besuchen, was ich gut verstehe, dann kann ich Ihnen nur eins sagen, dann muss man einfach diese 10 Tage einplanen an zusätzlichen Urlaub. Und wenn man das gemacht hat, finde ich, ist das auch zumutbar, bevor man seine Arbeitskollegen, seine Nachbarn, seine Familienmitglieder ansteckt, dass man sich schlicht und ergreifend so verhält. Die Regelung sieht allerdings auch vor, dass wir natürlich die Leute sich nach dem 5. Tag, da ist medizinisch einfach der Zeitraum, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Infektion feststellen kann, am höchsten ist, sich testen lassen. Nur war es auch, sie warten 2 Tage aufs Testergebnis, da sind sie schon bei 7 Tage. Also diese Freitesterei geht am Ende um 3 oder 4 Tage, aber nicht um mehr. Überprüfung, Quarantäne habe ich Ihnen dargestellt. Ich will zum Schluss noch einmal sagen, wir werden jetzt, wo die Zahlen steigen, die man sich wirklich jeden Tag angucken muss, die richtigen Schlüsse rausziehen muss, sehr punktuell antworten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen schon vor Wochen die gelbe Ampel eingeführt. Wenn es 35 Infizierte gibt, dass dann was passieren muss, dass das besprochen wird. Das ist jetzt ja auch in der Besprechung gestern bei der Bundeskanzlerin die Grundlage für ganz Deutschland geworden, aber die haben wir in Nordrhein-Westfalen schon. Das ist auch in den Städten, die ich eben genannt habe, wo wir hohe Inzidenzen haben, die auf die 35 zugehen, auch gemacht worden haben. Remscheid, Gelsenkirchen haben alle erhebliche Maßnahmen ergriffen. Ich habe in jedem Fall, wenn es auf die 35 geht, mit dem zuständigen Oberbürgermeister oder Landrat telefoniert. Klar ist, dass bei 35 bei Großsportveranstaltungen keine Zuschauer zugelassen werden. Haben wir in allen Fällen, denken Sie an FC Köln, denken Sie an Schalke, letztes Wochenende einvernehmlich mit den Städten abgesagt. Wir haben beim Max ja die Genehmigungen aller Veranstaltungen über 1000 Personen. Auch da sind wir uns im Ministerium völlig klar, dass es einen Automatismus gibt, wenn es auf die 35 ist, werden auch alle diese Veranstaltungen, die über 1000 liegen, von uns sofort abgesagt. Wir arbeiten jetzt immer damit, dass der Wert gilt. Das haben wir auch nochmal klargestellt am Tag vorher. Also der Streit, ist es jetzt beim Fußballspiel der Samstag oder der Freitag, der ist beendet. Es ist der Freitag oder ein Tag vorm Spiel. Es gibt ja auch Spiele in der Woche. Denn Sie können ja nicht samstagmorgens um 10, 11 Uhr, wenn wir die Zahlen für den Samstag vorliegen haben, ein Fußballspiel absagen, wo die Leute schon in den Zügen sitzen, um dahin zu fahren. Das ist ja ziemlich verrückt. Deswegen bin ich froh, dass wir das auch im Kabinett so regeln konnten, aber dass es dann auch gestern Abend für ganz Deutschland, weil unser Ministerpräsident es angesprochen hat, in der Schalte gegolten hat. Wenn Sie mich fragen, wie ich das jetzt alles zurzeit, wenn man es mal in einen Satz zusammenfasst, einschätze, dann sind wir weit von einer dramatischen Lage entfernt, aber wir sind auch nicht mehr in einer entspannten Lage, wie wir das im Sommer waren, sondern in einer Lage, wo sehr genau immer analysiert werden muss,
warum, wieso steigen irgendwo die Zahlen? Was sind die richtigen Maßnahmen, um gegenzusteuern? Und der ganze Appell noch einmal auch an unsere vielen Kommunen. Wir müssen das, was wir abgemacht haben, auch kontrollieren, damit die Menschen wissen, dass der Staat es in dieser Frage auch sehr, sehr ernst meint. Und ich finde das auch moralisch sehr stark legitimiert, weil ich glaube, jeder von uns weiß, dass wir einen Lockdown, wie wir ihn um die Osterzeit beschlossen haben, viele, viele Menschen wirtschaftlich sehr, sehr, sehr hart treffen wird, was wir dann auch nicht mehr alles ausgleichen können. Wir können es jetzt schon nicht alles ausgleichen. Ich meine, wenn man es nur mal von den Einkommen her sieht, es gibt Gott sei Dank viele Menschen, die haben jetzt noch jeden Monat das gleiche Geld auf dem Konto wie vor der Pandemie. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die es eben nicht haben, die erhebliche wirtschaftliche Nachteile haben. Und ich finde auch in Solidarität zu diesen Bevölkerungsgruppen und Berufsgruppen müssen wir alle uns sehr an dem halten, was abgemacht ist, um eben einen größeren Lockdown zu verhindern. Und ich finde, damit ist ja nicht nur politisch, sondern auch moralisch sehr stark untermauert, was wir zurzeit machen. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Minister, an Sie für die Ausführungen. Wir kommen zu Ihren Nachfragen, beginnen bei Frau Hülsmeier von der Deutschen Presseagentur. Eine kurze Nachfrage, Herr Minister, zur Sonntagsöffnung. Sie hatten bis 16 Uhr Öffnung gesagt. 18 Uhr war wahrscheinlich gemeint. 13 bis 18 Uhr. Alles klar. Wie wir das auch im Ladenöffnungsgesetz für die anderen verkaufsoffenen Sonntage immer hatten. Wir hatten ja immer erst ab 13 Uhr und bis 18 Uhr. Ja. Okay, danke. Vielen Dank. Als nächstes direkt dahinter Herr Korfmann von den Funke Medien. Herr Laumann, Sie drohen mit 250 Euro Bußgeld für Leute, die falsche Angaben machen in der Gastronomie. Wer soll das kontrollieren, Ihrer Meinung nach? Kann man das dem Servicepersonal, kann man das Gastronomen zumuten, eine Plausibilitätsprüfung durchzuführen oder ist das Ordnungsamtsaufgabe? Also wir haben ganz bewusst gesagt, dass die Wirte dafür nicht zuständig sind. Die Wirte sollen natürlich schon bei der Liste ein bisschen gucken, ist es plausibel. Also wenn da einer schreibt, ich heiße Hase und wohne in der Höhle, dann sollte man vielleicht als Wirt mal sagen, hast du dir das gut überlegt, das kann teuer werden. Aber ansonsten möchte ich nicht, dass die Wirte jetzt Personalausweise sich vorlegen lassen und Ähnliches. Klar ist auch, dass die Wirte nicht bestraft werden. Aber es muss auch jeder wissen, wer das macht. Ich meine, der täuscht bewusst. Ich finde schon, das ist auch etwas eine andere Nummer, du hast mal deine Maske vergessen oder was. Sondern es ist eine bewusste Täuschung. Und deswegen finde ich das mit den 250 Euro so gerade angemessen. So, und es wird Kontrollen geben. Und wenn wir Fälle in Wirtschaften haben und sehen zu, dass diese Listen so sind, wird man sich die Sachen schon angucken. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, das Entscheidende ist, dass das, was wir abgemacht haben, jetzt auch von den örtlichen Behörden strenger, stichprobenartig kontrolliert wird. Dann kommen wir als nächstes zu Herrn Reschke vom Westdeutschen Rundfunk. Ich gebe mal eine Frage aus der Facebook-Community sozusagen weiter, weil da offenbar der Begriff der Spezialmärkte auf etwas Verwunderung, auch Verärgerung stößt. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, warum Sie diesen Begriff Spezialmärkte für Weihnachtsmärkte gebrauchen und vielleicht können Sie noch mal erläutern, was eigentlich genau auf diesen Weihnachtsmärkten von wem dann auch kontrolliert werden soll. Ja, also erstens ist es so, dass ein Weihnachtsmarkt ganz eindeutig, das sagt das Wort schon, ein Markt ist. Das ist auch kein Wochenmarkt, sondern ist ein Spezialmarkt und ich glaube, wenn man sagt, Weihnachtsmarkt ist ein Spezialmarkt, dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Es werden eben andere Produkte angeboten wie auf dem Wochenmarkt, hat auch eine andere Atmosphäre. Es ist so, jede Gemeinde, wir geben ja nur, also erstmal entscheidet ja jede örtliche Behörde, will sie den Weihnachtsmarkt, will sie ihn nicht, wie will sie ihn. Wir haben mit dieser Anlage im Grunde genommen, ermuntern wir nicht alles zu verbieten, das ist ja einfach, sondern sich Gedanken zu machen, unter welchen Auflagen, unter welchen Ideen kann ein solcher Weihnachtsmarkt stattfinden. So, und das ist sicherlich nicht der Weihnachtsmarkt, wie wir ihn alle kennen, sehr gedrungen auf irgendeinem Platz aufgebaut, sondern wesentlich weiter auseinandergezogen. Das ist die entscheidende Frage, wie wir das bei Wochenmärkten auch kennen, vielleicht über die Fußgängerzonen verteilt, über mehrere Plätze verteilt. Wenn er auf einem Platz stattfindet, die Frage, also Einzäunen oder Zugangskontrollen zu haben, dass die Teilnehmerzahl
geregelt ist. Das sind so die Auflagen, die damit verbunden wird, worunter wir uns vorstellen können, dass so etwas stattfinden kann. Wir wollen das ja auch deswegen, einmal weil Weihnachtsmärkte, finde ich, zum kulturellen Leben dazugehören, aber als Arbeitsminister geht es mir natürlich auch darüber, dass die Innenstädte auch attraktiv sind, auch in der Weihnachtszeit attraktiv sind. Ich habe als Arbeitsminister kein Interesse daran, dass Amazon noch stärker der Gewinner dieser Pandemie ist, sondern dass auch der stationsgebundene Einzelhandel seine Strukturen erhalten kann. Wenn die einmal weg sind, kriegen wir die nie wieder. Und es ist ja kein Geheimnis, dass vor allen Dingen die Geschäfte, die Textilien verkaufen, erhebliche Umsatzrückgänge durch die Pandemie haben und auch dort Fragen des Personals und viele andere Sachen nach der Weihnachtszeit anstehen, wenn wir in diesen Geschäften nicht bessere Umsätze machen. Ganz kurz dazu, wer ist denn sozusagen dann von Strafen dann bedroht? Also ist das der Standbetreiber oder der Besucher des Weihnachtsmarkts? Ja, das ist dann schon der Standbetreiber. Also was heißt, also wenn es jetzt um die Frage geht, stehen die Tische am Glühweinstand, geht es da einigermaßen geordnet zu, sind die Kontaktdaten, ist natürlich wie ein anderer Gastwirt auch, der Gastwirt zuständig, wenn die Leute natürlich einen verkehrten Namen eintragen, gilt das gleiche wie in Gaststätten. Wunderbar, wir kommen zu weiteren Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Eine ist von Martin Teigeler aus der WDR-Landespolitik. Er fragt, die Kanzlerin hat gestern gesagt, das Bußgeld für falsche Namensangaben in der Gastronomie beziehe sich auf die Betreiber. Später hieß es in der Mitteilung der Bundesregierung, wer die falschen Angaben macht, solle zahlen. Was gilt nun für NRW? Ich glaube, das haben wir eigentlich schon beantwortet. Sollte es dazu noch eine Nachfrage von Herrn Teigeler geben, möge er sich bitte nochmals melden. Herr Keckenhoff von Thomson Reuters fragt Sie, Herr Minister, was halten Sie von dem Mundschutzerlass für Büros wie in Berlin? Das ist eine Entscheidung der Berliner Behörde. Das finde ich, das muss man immer von Fall zu Fall sehen, ob das Sinn oder nicht Sinn macht. Wenn in einem Büro ein Kommen und Gehen ist, kann das Sinn machen. Wenn in einem Büro kein Kommen und Gehen ist und jemand ein Einzelbüro hat, finde ich das jetzt nicht besonders sinnvoll. Also ich finde, das muss man immer vor Ort entscheiden. Und ich finde, in Nordrhein-Westfalen entscheiden das die Firmen und die Behörden auch alle ganz vernünftig. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, dass es hier eine allgemeine Regelung in Nordrhein-Westfalen quer über alle Behörden und über alle Firmen geben muss. Im Übrigen ist es ja so, darüber bin ich ja auch sehr verwundert und das ist ja auch sehr schön, dass es so ist. Wir haben ungefähr 6% der Infizierung nur über die Arbeitswelt. Also das heißt nicht, die Arbeitswelt ist nicht die Frage, wo die Menschen sich infizieren, sondern das sind eher, das muss man ganz offen sagen, zurzeit sehr stark die Feiern. Und deswegen ist eben eine gewisse Fröhlichkeit, auch Feiern finde ich unbedingt notwendig, aber auch eine gewisse Disziplin klug. So, und da muss dann jeder sehen, der so etwas veranstaltet, wie kann ich das so organisieren, dass das einigermaßen sich in einen Rahmen behält. Also ich würde mal so sagen, als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwenden, aber man kann ja vielleicht mit den Schnaps immer ein bisschen vorsichtiger sein, um die Sachen einigermaßen in eine geordnete Bahn zu halten. Die nächste Frage ist von Herrn Vogt vom Kölner Stadtanzeiger. Er fragt Sie, in Köln müssen Lehrer auch nach einem negativen Test 14 Tage in Quarantäne bleiben. Negativ getestete Rückkehrer aus Risikogebieten dürfen hingegen sofort wieder vor die Türe. Wie passt das zum Ziel der Landesregierung, den Unterricht zu priorisieren? Und was sagen Sie verärgerten Eltern? Ja, ich sage den verärgerten Eltern, dass ich auch vor dieser Frage drüber nachdenke. Aber wir haben eine RKI, die nun mal diese Festlegungen macht. Jetzt könnten wir uns drüber wegsetzen. Aber da sage ich Ihnen auch, da müsste ich es ja begründen, warum das RKI nicht recht hat. Und das in einem so sensiblen Bereich wie Schule würde mir auf der anderen Seite große Probleme bereiten, glaube ich. Deswegen halten wir uns auch in dieser Frage
wie in vielen anderen Fragen in Nordrhein-Westfalen an das RKI. Wahr ist aber auch, dass ich angestoßen habe in Telefonkonferenzen, die hier zweimal in der Woche mit allen Gesundheitsministern stattfinden, zusammen mit dem Bundesminister, dass das RKI sich diese Regelung nochmal überprüfen soll und das auch tun wird. Die offizielle Begründung des RKI ist folgendes. Die sagen, ein Mensch, der in einem Risikogebiet Urlaub gemacht hat, hat nicht nachweisbar Kontakt mit einem Infizierten gehabt. Und deswegen ist das Risiko, dass er infiziert ist, klein. Dagegen ein Lehrer, den wir in Quarantäne schicken, oder ein Schüler, hat nachweislich einen intensiven Kontakt mit einer infizierten Person gehabt. Kontaktkategorie 1. Das heißt, länger wie 15 Minuten. Und deswegen sagen die Gefahr, dass der infiziert ist, ist viel größer. Und um eben ganz, ganz sicher zu gehen, gibt es dieses Freitesten nicht. So, und jetzt ist nochmal die Frage, testet man am zweiten Tag, ist man ungenauer, als wenn man am fünften testet. Aber es gibt auch Infektionsgeschehen, die stecken erst nach dem fünften oder sind erst nach dem fünften, sechsten, siebten Tag zugänglich. Da setzt man einfach auf eine, ich würde mal sagen, hundertprozentige Sicherheit. So, und das muss das RKI überlegen, ob man das auf Dauer für zumutbar hält, auch in der Frage der Betreuungsfragen. Denn ich meine, die Briefe kriege ich ja auch und die kann ich alle gut verstehen, dass die Eltern natürlich sagen, unser Junge oder unsere Tochter hat doch gar nichts und ist doch freigetestet und trotzdem muss sie zu Hause sein. Und wenn sie noch jünger ist, heißt das ja auch, dass die Eltern sehen müssen, wie sie das mit der Arbeit geregelt kriegen. Also ich habe die Debatte wirklich voll drauf. Wenn ich es alleine zu sagen hätte und wenn ich RKI wäre, würde ich hier eher dafür plädieren, es wirklich so zu machen, dass man sich nach dem fünften Tag freitesten kann. Aber ich möchte mich in dieser sensiblen Frage Schule, Erziehung schon an RKI halten. Und solange es RKI es nicht ändert, kann ich es hier auch nicht ändern. Die nächste Frage kommt von Herrn Neuhaus, ebenfalls vom Westdeutschen Rundfunk. Herr Minister, nochmal zu den Falschangaben in der Gastronomie. So sinnvoll das ist, im Prinzip ist das ja nicht kontrollierbar, was Sie da machen. Ich kann mich so lange Mickey Maus nennen, solange nicht ein Ordnungsamtsmitarbeiter hinter mir steht. Und wenn der hinter mir steht, werde ich jetzt zufälligerweise mal nicht Mickey Maus sein. Sie haben gesagt, Sie wollen die Wirte nicht zu Bütteln des Ordnungsamtes machen oder zum verlängerten Arm. Aber wenn man nachher mal kontrolliert, welche Gäste der hatte und der hatte an einem Abend 25 Mickey Mäuse und 3 Donald Ducks, müsste man dann nicht schon sagen, hör mal, Junge, hast du nicht alle an der Ratsche? Ja. Und dann haben sie natürlich schon, dass der doch eben verlängerter Arm des Ordnungsamtes sein muss. Also wir haben ja in der Regelung reingeschrieben, dass der Wirt diese Frage nach Plausibilität sich angucken muss und dann die Leute ansprechen soll. Warten wir jetzt erstmal ab, was sich da tut. Ich kann nicht in jede Kneipe ein Ordnungsamt reinstellen, da haben Sie völlig recht. Aber ich glaube, dass wir durch diese Debatte, die jetzt auch die letzten 2-3 Tage ja auch über die Medien stattgefunden hat, auch mit der Autorität der Ministerpräsidenten, der Bundeskanzlerin, dass vielleicht auch viele Leute einfach jetzt auch untereinander darauf achten, dass es eben kein Kavaliersdelikt ist. Wissen Sie, wir müssen einfach in dieser ganzen Pandemie-Geschichte dazu kommen, dass wir einfach sagen, was du da machst, das finden wir jetzt nicht in Ordnung. Punkt. Ich meine, wenn du irgendwo bist und wo eine Maskenpflicht richtig ist, nehmen wir an, in der Straßenbahn hat einer keine Maske auf, dann würde ich ja nicht als erstes jetzt sofort sagen, muss das Ordnungsamt kommen, sondern ich würde den anderen mal sagen, was denken Sie sich eigentlich dabei? Warum machen Sie das so? Wenn man am Tisch sitzt mit mehreren Leuten und einer meint, er muss der Spaßvogel sein und da Donald Duck hinschreiben, dann finde ich schon, dass die anderen immer sagen müssen, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank, was du da jetzt machst? Denn man sitzt ja nicht in der Regel alleine am Tisch, sondern man sitzt ja auch in einer Gemeinschaft. Und ich finde, da müssen wir uns auch gegenseitig, da müssen wir auch in unserer Gesellschaft darauf achten, dass sowas einfach kein Spaß ist. Ich finde, da muss es auch eine gewisse Zivilcourage geben, zu sagen, was du da jetzt machst, finden wir nicht in Ordnung. Wie ich mir das im Übrigen, ich sag mal, auch in ganz anderen Zusammenhängen wünschen würde, wenn Witze über Menschen erzählt werden, die herabwürdigend sind oder die bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft treffen. Da ist auch einfach wichtig, dass es eine gewisse auch mal sagt, du, was du da jetzt machst, so geht's nicht. Anstatt eine reine theoretische Debatte anfangen, ich bin für gar nichts verantwortlich, ich bin auch nicht verantwortlich für meinen Kumpel, mit dem ich essen gehe, sondern es sind alles die anderen, es ist der Staat und es sind die Wirte.
Also ich wollte mal den sehen, der alleine am Tisch sitzt und Donnerstag reinschreibt. Wenn die es nur machen, dann haben wir kein Problem. Sondern es findet doch in einer Gemeinschaft statt. Und da muss man auch mal wirklich sagen, Leute, das, so haben wir nicht miteinander gewettet. Ich meine, wir stehen jetzt wirklich vor einer Frage, ob wir uns in 4 oder 5 Wochen über ganz andere Sachen unterhalten. Und die wieder für Menschen bedeutet, dass sie erheblich getroffen werden. Es geht doch nicht nur um Freiheitsrechte. Wir haben Berufsgruppen in Nordrhein-Westfalen, die sind durch die Pandemie wirtschaftlich ruiniert, wenn ich an die Schausteller denke, wenn ich an die Messebauer denke, wenn ich an die 2,5 Millionen Leute denke, die in diesem Land Kurzarbeit haben und alle weniger Geld auf dem Konto haben. Und warum haben wir es gemacht? Weil wir damals nicht anders konnten. Und ich will nicht in diese Situation kommen. Und diese Spaßvögel, die müssen einfach mal wissen, ich finde es auch keine Spaßvögel, diese Leute müssen einfach mal wissen, dass das, was sie machen, einfach nicht in Ordnung ist in der jetzigen Situation gegenüber seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Das habe ich deutlich genug gesagt. Also ich kann es nicht, ich finde auch wirklich jetzt nicht jeden Wirt kann ich nicht zum, also was soll der eigentlich alles? Er hat riesige Hygieneregeln einzuhalten. Ich finde, wenn ich komme ja durchaus auch mal irgendwo, ich finde, sie machen es alles in allen, versuchen sie ihren Gästen möglichst viel Sicherheit auch zu vermitteln, weil sie natürlich auch möchten, dass die Leute kommen. Und deswegen finde ich, kann man nicht alles abschieben, sondern da muss man auch einfach mal sagen, hier hat jeder eine gewisse Verantwortung zum Gelingen des Ganzen beizutragen. Und da jeder von uns einen anderen anstecken kann, jeder allerdings auch das Risiko hat, irgendwo angesteckt zu werden, finde ich schon, dass Sie jetzt vielleicht sehr gut verstehen, wie ich über die Fragen denke. Und ich glaube, dass auch die Bundeskanzlerin und alle anderen, die diese Sache jetzt zu verantworten haben, genauso drüber denken. Es ist mit staatlicher Ordnungsmacht alleine nicht zu machen. Aber wir werden auch, ich bin sicher, dass zum Beispiel in den Städten, wo es am Wochenende ja auch eine gewisse Kneipenzähne gibt, da wird es sicherlich mal Kontrollen von Ordnungsämtern geben. Und dann wird sich auch ein bisschen rumsprechen, naja, da waren sie. So ungefähr ähnlich wie beim Schwarzfahren. Also ich denke, dass das eine Mischung sein muss zu dem, was ich gerade gesagt habe, und auch einer gewissen staatlichen Kontrolle. Die nächste Frage von Frau Schröder von RTL West. Aufs Mikro bitte warten. Danke. Vorgestern Abend war auch die Rede von Alkoholverboten, die sich wohl auch aus gewissen Bundesländern gewünscht wurde. Davon ist jetzt hier gar nichts mehr zu finden. Wie sieht es denn mit der Idee aus? Ja, also erstmal ist ja immer die Frage, ich glaube nicht, dass das jetzt in jedem Fall so sein muss. Ich würde mal sagen, wenn man eine gewisse Situation hat, wie sie zum Beispiel in München war, dann kann es durchaus eine örtliche Entscheidung geben, das ab bestimmten Uhrzeiten zu machen. Aber ich glaube nicht, dass wir für diese Frage eine, wie soll ich mal sagen, eine Regel brauchen wie beim Fußball, dass wir sagen, wenn es auf die 35 geht, dann schlägt das zu. Man muss ja immer gucken, was ist das für eine Gemeinde, woran liegt es? Gibt es da so eine ausgelassene Partyzähne, wo wir das vielleicht gar nicht anders in den Griff kriegen, wie es so zu entscheiden? Ansonsten finde ich, wenn sich bei mir im Dorf vier Doppelkopffreunde in der Kneipe treffen, um Doppelkopf zu spielen, warum soll sie kein Glas Bier dabei trinken? Wenn der Wirt anschließend das Glas mit 60 Grad spült, was auch ziemlich wichtig ist. Also, deswegen finde ich das nicht generell. Ich kann mir in Nordrhein-Westfalen durchaus die ein oder andere Zähne in Städten vorstellen, wo das durchaus mal angesagt sein kann, wenn wir ein diffuses Ansteckungssystem haben. Also wenn man nicht weiß, woher es kommt und es so eine allgemeine Situation ist. Aber dann ist es eine Entscheidung, die man da mal für ein paar Plätze, für ein paar Straßen, für ein paar Viertel, vielleicht ab bestimmten Uhrzeiten, an bestimmten Tagen trifft, um auch in dieser Frage, ich sag mal, sehr differenziert vorzugehen. Schauen Sie, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen auch gelernt. Wir haben doch bei Tönnies Gütersloh-Warendorf ganz dicht gemacht. Und dann hat das Gericht gesagt, Gott sei Dank nur 1 oder 2 Tage, bevor die Zeit sowieso um war, so könnte das nicht mehr machen. Dann haben wir ja schon in unseren Kroner Schutzverordnungen eine sehr große Differenzierung eingebaut. Auch die gelbe Ampel ist keine Erfindung jetzt dieser Runde in Berlin. Die gibt es bei uns schon seit einigen Wochen in der Kroner Schutzverordnung. Und deswegen, ich bin ein großer Anhänger, es jeden sich genau lokal anzugucken. Und unser Landesgesundheitsamt in Bochum hat das in den letzten Monaten, finde ich, auch in einer großartigen Art und Weise geübt und gemacht, hatte auch eine gewisse Routine.
Die Berichte, die ich da jeden zweiten Tag bekomme, sind sehr detailliert, auch über Städte, sodass ich als Minister mit meinen Fachabteilungen das schon sehr genau im Auge habe. Und wie gesagt, wenn irgendwo was Schlimmes ist, so oft ist es ja, also die sind ja noch Zahlen, die kann man noch beherrschen, telefoniere ich auch selber als Minister mit den Behördenleitern, mit den Oberbürgermeistern, die ja auch dann politisch mitverantwortlich sind. Ich glaube, dass diese differenzierten Lösungen die richtigen sind und nicht so sagen generell Alkoholverbot. Also ich meine, wenn die Leute sich dann alle aus dem öffentlichen Raum zurückziehen und es nur noch in beengten Wohnungen stattfindet, ja Leute, dann haben wir auch nichts gewonnen. Also das Virus ist wahrscheinlich in einer Party, in einer Privatwohnung auch nicht viel anders wie, also dann ist mir der öffentliche Raum, wo man es noch mehr im Blick hat, lieber. Wir haben ein paar weitere Fragen per E-Mail bekommen und beginnen mit den Fragen 3 an der Zahl von Stefan Lauscher vom WDR Hörfunk. Die erste Frage kurz und bündig. Die Anmeldepflicht für private Feiern gilt ab welcher Gästezahl? Ab 50. 50, genau. Dann die zweite Frage. Was gilt künftig bei Überschreitung der 35er-Schwelle? Merkel sagt, bundesweit einheitlich maximal 50 Gäste in angemieteten Räumen. Laschet sagt, so Herr Lauscher, örtliches Gesundheitsamt muss zusammen mit dem Land eine Lösung finden. Also, es ist so, es gilt schon generell, wenn es auf die 35 geht, die 50. Aber wenn es jetzt in einer Gemeinde daran liegt, dass wir eine Infektion, sagen wir mal, in 3 Altenheime haben, und sonst nichts haben, dann gibt es natürlich gute Gründe, es anders zu entscheiden. Und das gucken wir uns im Einzelfall an. Und nichts anderes hat der Ministerpräsident damit gemeint. Wenn es sich um ein diffuses Ansteckungsverhalten handelt, wo wir nicht wissen, was ist der Herd, dann werden wir auch in Nordrhein-Westfalen das genauso machen, wie das gestern in Berlin besprochen worden ist. Aber wenn ich ganz genau weiß, nehmen Sie den Fall Emsdetten. Es hat mit einer Firma zu tun, mit einer Belegschaft zu tun. Dann ist die Entscheidung, finde ich, ziemlich klar, dass man das dann eben nicht so machen muss. Weil es muss ja auch, finde ich, einfach logisch nachvollziehbar sein. Und deswegen ist es richtig, dass wir da keinen hundertprozentigen Automatismus haben. Aber immer dann, wenn es breiter angelegt ist, gilt auch in Nordrhein-Westfalen dieser Automatismus. Und die dritte Frage von Herrn Lauscher lautet: Wenn Feiern wegen gestiegener Inzidenz kurzfristig abgesagt werden müssen, wer trägt dann die Kosten? Das Hochzeitspaar oder der Gastwirt? Das weiß ich jetzt auch nicht, wer weiß das? Das beantworten wir gleich. Genau, also ich glaube, wenn der Staat verbietet, gibt es keine Kosten. Also ist ja bei Schützenfesten und so auch gewesen. In dem Moment, wo wir verbieten, ist der Veranstalter aus dem Regress raus. Das können wir aber ansonsten auch nochmal prüfen und an Herrn Lauscher entsprechend nachreichen. Die nächsten Fragen kommen von Frau Bialdiga von der Rheinischen Post. Sie fragt, was stimmt Sie zuversichtlich, dass die Gerichte der Sonntagsöffnung dieses Mal zustimmen? Ich hoffe, dass es gar nicht vor Gericht kommt. Deswegen habe ich ja auch Verdi gebeten. Ja, also wenn man an die Arbeitsplätze denkt, gibt es auch gute Gründe, das jetzt einfach mal in einer Ausnahmesituation, dazu habe ich ja was gesagt, das ist meine politische Bewertung, laufen zu lassen. Wenn es vor Gericht geht, wird es, hoffe ich, ja, nicht nur hoffe ich, werden es Richter entscheiden, und es ist eine gute Einrichtung der Demokratie, dass es eine Trennung zwischen der Exekutive, die ich zurzeit angehöre, und den Gerichten auf der anderen Seite gibt. Die zweite Frage von Frau Bialdiga. Zur AH-Regel ist auch ein L für Lüften hinzugekommen. Wie kann das in den Schulen und Kitas im Winter garantiert werden? Dauerquerlüften wird kaum möglich sein. Ist absehbar, dass der TÜV Belüftungsgeräte zertifiziert, die dort dann zum Einsatz kommen, oder ist dies keine Option, weil die Geräte zu teuer sind? Also erst einmal wird man natürlich auch in einer Schulklasse Stoßlüften machen können, finde ich. Es ist ja nicht so, dass das da gar nicht geht. Die Frage, und deswegen haben wir die Innovationsklausel ja reingeschrieben, es ist auch unsere Hoffnung, auch berechtigte, dass die Lüftungstechnik diesen Markt
erkannt hat, das ist erwiesen, sie haben den Markt erkannt, sie arbeiten mit Hochdruck an Systemen, aber wir können sie natürlich erst dann als Gesundheitsministerium sagen, das macht Sinn, wenn sie eben auch vom TÜV oder anderen unabhängigen Organisationen schlicht und ergreifend zertifiziert sind, dass sie den Anspruch, was man vorgibt, auch Genüge tun. Und das haben wir zurzeit noch nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass das bald kommen wird. Es arbeiten sehr viele kluge Ingenieure an diesen Fragen. Und wenn das dann soweit ist, ist es selbstverständlich eine Möglichkeit, das auch für Schulklassen zu machen. Teuer ist immer relativ. Die Frage ist dann ja auch, inwieweit, da gibt es ja auch Überlegungen auf der Bundesebene, aber auch im Land, man dann unter Umständen auch solche Anschaffungen unterstützt. Die nächste Frage kommt von Thorsten Kabitz vom Radio RSG Solingen. Er fragt, die Bemessungsregel der 100.000 Einwohner für die 7-Tage-Inzidenz führt bei kleineren Großstädten wie aktuell Remscheid mit rund 110.000 Einwohnern dazu, dass sie relativ schnell in den kritischen Bereich laufen können, der zusätzliche Maßnahmen erfordert. Ist es denkbar, auch die Größe künftig bei der Bewertung noch differenzierter zu betrachten? Also bei dieser 7-Tages-Inzidenz spielt natürlich die Frage kreisfreie Stadt und Landkreis die Rolle. Das ist nun mal so abgemacht. Wahr ist, dass das in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Wir haben in Nordrhein-Westfalen in der Regel relativ große Landkreise. Der süddeutsche Raum hat Landkreise teilweise mit 50, 60, 70.000 Einwohnern. Aber trotzdem hat man sich eben auf diese Größenordnung verständigt. Mir ist auch klar, wenn ich mir das Ruhrgebiet angucke, wo man ja manchmal gar nicht merkt, dass man von der einen Stadt in die andere fährt, dass das auch mal willkürlich wirken kann. Aber das ist nun mal die Grundlage, auf der wir messen. Und auf irgendwas muss man sich verständigen. Letzten Endes. Und deswegen gehen wir damit so um. Ich meine, mir hat letztens auch ein Bürgermeister gesagt, der betroffen ist jetzt durch eine hohe Inzidenz. Ja, wissen Sie, Herr Laumann, dann fahren die Leute von uns 6-7 Minuten Auto und dann sind sie halt in der Gaststätte, wo das alles nicht gilt, was jetzt bei mir gilt. Da hat der Mann ja auch nicht ganz Unrecht. Aber wollen Sie denn auf der anderen Seite sagen, wir nehmen ein so riesiges Ballungsgebiet wie das Ruhrgebiet als einen Raum? Dann kann ich Ihnen sagen, kriegen Sie da die größten Hotspots und haben immer noch nicht die Inzidenz letzten Endes erreicht. Also ich glaube, dass diese Sache in den kommunalen Gebietskörperschaften zu denken richtig ist. Und trotz der Randprobleme, die es in der Abgrenzung ich auch nicht leugnen kann, aber die haben Sie immer, wenn Sie Grenzen festlegen, haben Sie immer Abgrenzungsprobleme. Das ist auch irgendwie ein Naturgesetz. Frank Waltel von Radio Köln fragt Sie, Herr Minister. Viele Menschen haben in den nächsten Tagen Familienfeiern organisiert. Teilweise sind Hochzeiten und Geburtstage mit mehr als der jetzt vorgesehenen Personenobergrenze geplant. Möglicherweise ist auch ein Teil der Kosten schon entstanden. Seine Frage, gilt hierzu eine Übergangsfrist oder gelten die Regeln mit Inkrafttreten der neuen Schutzverordnung? Müssen die Menschen, die feiern, zum Beispiel am kommenden Wochenende geplant haben, jetzt umorganisieren? Also es muss erstmal keiner umorganisieren. Es gilt natürlich ab dem 1. Oktober. Aber da, wo wir die Inzidenzen zurzeit haben, die so stark sind, gibt es ja sowieso schon, wenn ich an Hamm denke, wenn ich an Gelsenkirchen denke, wenn ich an Remscheid denke, durch die Allgemeinverfügung der lokalen Behörden Einschränkungen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt für den, der in Gelsenkirchen wohnt, durch die Corona-Schutzverordnung sich irgendwas ändert, weil ja das Ordnungsamt und das Gesundheitsamt in Gelsenkirchen oder auch in Hamm schon längst diese Grenzen auch eingesetzt hat. Von daher sehe ich das nicht. Ich weiß auch, dass man eine Hochzeit nicht so aus dem Ärmel schüttelt und so plant. Und natürlich weiß ich auch, dass das jetzt bedeutet, dass es die absolute Planungssicherheit für eine Hochzeit nicht gibt. Die gibt es einfach nicht. Wenn der Wert über 50 steigt, dann ist die Teilnehmerzahl eben nicht mit 150 möglich, wie wir sie sonst in Nordrhein-Westfalen möglich haben. Und wenn sie auf 50 steigt, eben
Unter Umständen auch nicht, es sei denn, es ist ein sehr lokalisiertes Ereignis. Und daran sehen Sie ja, dass dieser Automatismus, der ja eben schon eine fahrende Rolle spielte, gut ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen genau hingucken, dass wir uns die Mühe geben. Denn ich weiß ja schon, was das bedeutet, wenn man sagt, jetzt dürfen am Wochenende keine Feiern stattfinden über die Größe, dass das Menschen trifft. Und da möchte ich es begründen können, warum es so ist. Und wenn das lokale Infektionsgeschehen so ist, dass ich es nicht begründen kann, dann will ich die Feier auch nicht verbieten. Und das spricht eben gegen Automatismus, spricht im Übrigen auch für den Föderalismus. Also wenn die das von Berlin alleine steuern würden, dann würden die das so machen. Dann ging es auch gar nicht anders. Aber die Stärke ist ja, dass wir hier nochmal bei 54 Kommunen zusammen mit den Kommunen genau hingucken können, was ist jetzt verhältnismäßig auch gegenüber den Interessen, die letzten Endes Wirte, die auch Leute haben, die Feiern veranstalten, letzten Endes dann zugemutet wird. Frau Rebecca Rodrian von SWR3 fragt, wer das Bußgeld in Höhe von 250 Euro bezahlt, wenn Falschangaben auf der Listen gemacht werden. Und sie fragt, wie das kontrolliert werden soll. Ja, ich glaube, da dürfen wir darauf verweisen, dass wir das bereits beantwortet haben. Ich habe Stand jetzt, Punkt 11 Uhr, per E-Mail keine weiteren Fragen. Gibt es hier im Raum noch welche? Herr Korfmann nochmal von den Funke Medien und danach nochmal Herr Neuhaus. Jetzt Ende September, Anfang Oktober werden ja viele Leute darüber nachdenken, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Was würden Sie denen raten? Üblicherweise gibt es ja die Empfehlung, dass ältere Leute mit Vorerkrankungen oder die viel Kontakt haben zu anderen Menschen sich impfen lassen sollen. Würden Sie sagen, in diesem besonderen Jahr sollte es möglichst jeder tun? Ja. Also ich würde immer sagen, was Sie jetzt alles schon gesagt haben, ältere Leute mit Vorerkrankungen, Menschen, die mit vielen Menschen umgehen, empfehle ich seit Jahren, es jedes Jahr dringend zu machen. Ist auch nichts Neues. Aber in der jetzigen Situation ist es auch gut, wenn Menschen sich darüber hinaus impfen lassen. Wir haben bei den meisten Krankenkassen Regelungen, dass die Kosten auch übernommen werden. Wenn ich es richtig weiß, gibt es jetzt, glaube ich, auch eine generelle Regelung oder soll kommen, dass die Kosten übernommen werden. Ich werde nächste Woche dazu zusammen mit den Ärzten auch noch eine Pressekonferenz machen. Es ist jetzt, glaube ich, wirklich gut, wenn sich möglichst viele impfen lassen. Und ich würde auch doch mal die Arbeitgeber bitten, machen Sie auch Impfungen in Ihren Unternehmen, bieten Sie es den Leuten an. Das, was das kostet, sparen Sie alle, wenn die Krankenkassen es nicht zahlen sollte, sparen Sie alle mal beim Krankengeld wieder ein. Die nächste Frage, Bernd Neuhaus vom WDR. Eine Frage, die mich auch privat umtreibt und sehr wütend macht. Wir würden ja hier nicht zusammensitzen, wenn es nicht eine absurd geringe Zahl von Menschen gäbe, die sich nicht an die bestehenden Regeln gehalten haben. Also wenn wir Hamm, Remscheid wegzählen würden, würden wir hier einfach nicht sitzen. Wissen Sie eigentlich, wie hoch das Bußgeld beispielsweise für die Hochzeitsgesellschaft in Hamm war? Und überlegt irgendeiner in Ihrem Ministerium, ob man Schadenersatz von denen kriegen kann? Also wie hoch das Bußgeld in Hamm ist, weiß ich jetzt wirklich nicht, bin ich überfragt. Die Schadenersatzregelung sollte man mal prüfen. Also ich halte das, sehe das genauso wie Sie. Es ist, vor allem wenn es so vorsätzlich gemacht wird, nicht? Dass es eine Teilnehmerzahl war, die jenseits von Gut und Böse war. Ich meine, wenn einer eine Fete macht mit 150 Leuten, da sind 152 da, dann würde ich ja sagen, mein Gott, da sind eben zwei gekommen. Ne? Kannst auch nicht wieder rausschmeißen. Aber wenn das dann gar kein Verhältnis mehr steht, ist das alles, finde ich, schon ein gewaltiger Vorgang. Und ich meine, man muss sehen, dadurch werden natürlich erhebliche Kosten verursacht. Was die Quarantäne angeht, was die Testkosten angeht. Ich meine, Sie müssen sehen, jeder Test kostet ungefähr 70 Euro. Das ist schon so. Aber dann ist natürlich die Frage immer der Vorsätzlichkeit, glaube ich, bei Gerichten zu klären und vieles andere. Ich bin jetzt kein Jurist. Das muss man sich da genau angucken. Gibt es weitere Fragen hier im Raum? Das sehe ich nicht. In der Zwischenzeit ist auch nichts mehr per E-Mail gekommen. Dann herzlichen Dank, Herr Minister, für die Ausführungen. Dankeschön. Ihnen herzlichen Dank für das Interesse und noch einen schönen Tag.